Servus Leute und willkommen zurück zur Transport Fieber. So, im letzten Bad haben wir da die Brücke abgerissen, die müssen wir jetzt in dem Bad wieder neu machen. Und das werden wir... ich will da nämlich, dass die Angleichung da sozusagen wieder weg haben. Das schaut natürlich jetzt ziemlich scheiße aus, was wir da machen, finde ich. Halt, es gibt da das Glättungstool meiner Meinung nach. Ist gut und schön. Aber es macht jetzt nicht wirklich eine schöne Glättung oder sonst irgendwas. Deswegen, da kann man meiner Meinung nach das... Ich weiß gar nicht, wie man es sinnvoll machen kann. So, wir brauchen jetzt wieder eine Freilandstraße. Jetzt muss ich die wieder finden, wo ich 100 fahren darf. Da haben wir die genommen immer. So, und jetzt müssen wir... Was macht man der? Der macht man da eine Brücke. Das ist immer zu wenig. Der muss man da so her. Aber. So, weil ich will gleich so viel Brücke haben, falls ich mit einem zweiten Gleis vorbei will. Sozusagen, dass sich das perfekt ausgeht. Wir können da noch ein bisschen zurück. Na, will er nicht. Schauen wir sich das mal von da oben an. Das wird ungefähr passen. Kollision, aber irgendwann mal eine Kollision. Was ist, wenn ich noch höher gehe? Dann ist die Kollision weg. Das Problem, was nämlich ist, dass der in die da reingegriffen hat. Das bedeutet, wir sollten sowieso... Vielleicht können wir... Na. Das wollen wir nicht. So. Ich hätte es noch gerne da, aber... Das ist halt so eine Sache, ich will nicht zu weit dort hinten. Aber ich will es auch nicht zu wenig, weil wenn ich zu wenig mache, kann ich wieder keinen zweiten, wenn ich einmal verlegen will, auf einen dritten oder vierten Bank, also sozusagen Stangen. Ich werde das einmal so lassen. Machen wir eine andere Form von Brücke noch. Machen wir die teurere. Einfach nur, weil wir es können sozusagen. So, wie das jetzt gerade da hängt, will ich nicht wissen. Aber jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird man wieder sozusagen so extrem runtergehen. Aber es schaut schon besser aus als die letzte. Mir gefällt halt hier. Wir machen da noch zuerst so ein bisschen der Reihenangleichung. Gibt es nicht irgendwo ein Ist-Gleich-Tool? Warte mal. Ja, dann sollte sich das anpassen. So kann ich da auch Pinselstärke hoch machen. Dann kann ich das nämlich sozusagen angleichen auf das ganze Niveau hier. Schauen wir uns das nochmal von der anderen Seite an. Ah, das geht doch schön anpassen. Kostet zwar einen Haufen, ich weiß nicht, ob das jetzt auch Geld kostet. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich will das dann nicht so überhaben. Ich will das ein bisschen... einfach schöner haben. Das soll wieder ein bisschen schöner werden. Wir haben überhaupt ein paar so Gebiete hier, wo es mir nicht so gefällt, aber das wird schon noch. So, jetzt können wir wieder auf die Straße wechseln und dann das Ganze hier so anschließen. Die Brücke gefällt mir noch immer nicht. Kann ich da vielleicht die Brücke jetzt zuerst so gerade noch machen? Was ist, wenn ich da die noch höher gebe? Na, das wollte ich nicht. So, wo ist jetzt der Punkt? Na. Boah, manchmal denkst du nicht mehr. So, da. Ich will nicht so einen Knick oben drinnen haben, so einen extremen. Da verlängere ich lieber noch einmal lieber die Straße ein bisschen nach hinten. So, machen wir mal das hier. Das ist schier. So, das bedeutet, wir reißen hier noch einmal ab. Eine Einheit. Und probieren jetzt die Brücke sozusagen so. So schaut es doch schon besser aus. Machen wir so. Perfekt. So, gefällt mir. Wo waren wir jetzt? Wir müssen wieder richtig drehen, dass wir halbwegs passend sind. Gut. Wir verdienen ordentlich Kohle, das passt eigentlich auch, weil ich kann nochmal reinschauen. Letztes Jahr nur 100.000.
Jetzt aber 6 Millionen halt. Da sind die Züge nicht angekommen gewesen. Gut, wir haben hier jetzt einmal den Bahnhof sozusagen weitergemacht. Haben aber noch nicht, soweit ich weiß, das komplett elektrifiziertes Netz. Und dazwischen haben wir da noch sozusagen eine Weichen. Die müssen wir auch noch wegreißen wieder. Die sind noch von ganz von Anfang drinnen. Kreuzweichen wollen wir eigentlich nicht dazwischen, nur wenn wir unbedingt ein Ausweichsgleis da brauchen. Und da müssen wir jetzt die komplett elektrifizieren, noch die Strecke. Und dann hätte ich noch vorgehabt, die ganzen mit Gleise, sozusagen mit Oberleitung wirklich auszustatten. Ja, dass ich nachher, sobald ich auf Elektro-Dinge kann, ne? So, zack, zack. Schauen wir da noch mal kurz hinunter, ob da jetzt irgendwo was fehlt. Ich glaube, ganz unten wird noch was fehlen. Nein, gut. Das bedeutet, der ist komplett Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und jetzt wird dann noch daraus eine komplette elektrifizierte Strecke. Das sind auch unsere Standardsachen, was wir jetzt machen. Wir machen nur mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken und elektrifizierte Strecken, hätte ich jetzt vorgehabt, wenn wir neue bauen. Alles andere ist uninteressant halt. Auch wenn die mehr kosten oder sowas. Ich glaube, das sinnvoll ist. So, da haben wir schon. Letztes Stück noch. Aber es warten relativ wenig Leute gerade, kommt man so vor, auf die Züge. Schauen wir mal kurz in den Linienmanager hinein. Wir machen aber Produktion Getreide minus. Produktion Kunststoff machen wir minus. Produktion Schlacke machen wir minus mit 107. Boah, das ist viel. Produktion Stein läuft. Wien Baumaterial, okay, das sind viel zu wenig Leute. Wien Linz. Ich sage ja, Wien Linz, die passt nicht. Kann das sein, dass die Fahrzeuge zu veraltet sind? So, mal die verkaufen da. So, die haben wir mal verkauft. Wir werden jetzt die Züge von Wien-Linz, Fahrzeuge bitte ins Depot. Kann ich das irgendwo da sagen? Alle Fahrzeuge. Warte mal, das geht hier, glaube ich. Wien-Linz. Fahrzeuge ins Depot. Scheiße, es gibt ja kein Depot gerade. Verstehe ich schon. Warte mal, da ist jetzt nämlich auch das Problem dahinter. Wir werden auf. Wo machen wir das dabei hin? Ist wurscht, das kann ich hier rausziehen auch irgendwo. Ah nein, warte mal, wenn ich Wien-Linz. Mir taugt das da auch schon wieder nicht, dass der schon wieder baut. So, wir werden ganz kurz, bevor wir das andere machen. Hochgeschwindigkeitsoberleitung, ja. Wir ziehen gleich da mal gerade Strecken raus. Eine Zeit lang. So, und kurz noch da. Die eine Straße hier wegreißen. Ich will da nämlich gerade Strecken haben. Dass sich da keiner hinsetzt mehr. Der hat sich wieder hinbaut da sofort. So, machen wir da auch gleich nochmal hin. Und das machen wir auch gleich nochmal hin. Und die anderen Sachen nachher machen wir sowieso danach. Aber sozusagen, dass da mal sich keiner mehr hinsetzen darf. Machen wir da ein bisschen länger. Abreißen kann ich es noch immer. Kostet zwar Kohle, aber ich muss ehrlich sagen, die Kohle haben wir zurzeit. So, vierer Strecke. Zack, perfekt. Und wir setzen jetzt einfach einmal an eines der letzten vorübergehend ein Bahndepot. Muss ich nur nicht so schnell rauscrollen. Genau um das. Und jetzt sage ich noch mal Linienmanager, Wien Linz, alle ins Depot schicken. Wir machen da jetzt neue Züge hin. Die werden auch länger. So, da haben wir schon den großen Bahnhof. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist noch kein großer. Schauen wir mal, was der ist. Der hat nur 100. Kann ich da gleich auch einen großen draus machen? Der ganz große wird da problematisch in der Stadt. Der 240er ist technisch machbar, weil sich da halt nachher die Kurve schon bildet.
ich lasse den jetzt einmal, was wir haben. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis die ganzen da zurückgefahren sind. Nein, muss ich nicht. Ich kann ja jetzt einfach sagen, Züge kaufen. Wir werden da jetzt die ersten Mörder-Sachen machen, halt die richtig scheit Bums haben. Das bedeutet, wir machen da, was haben langlegige Schweizer Universallokomotive mit Buchlingantrieb. 100 km/h. Was haben wir da? 75 km/h. Die hätte 120 gehen, aber ist noch ein. Wir machen es elektrifiziert, finde ich. Ist gleich sinnvoller. So, elektrifiziert AE. Die sieht ganz gut aus. So, die eine da mal verkaufen. Und auf die hängen wir. Was ist der Unterschied? Okay. Triebwagen, auf die hängen wir jetzt sozusagen Personen. Die größten möglichen. Da haben wir welche für 17 Passagiere. 1, 2, 34, 51, 68. Ich mache es jetzt ja auf 100 circa. Und jetzt machen wir einfach 1, 2, 4 Züge. Und die schicke ich jetzt mal nach Wien-Linz, den ersten. Dann warten wir mal, bis der mal weggefahren ist und so weiter. Dann warten wir sozusagen, bis der mal auf der Mitte der Strecke ist. So, der wird verkauft. Mit 100 Passagieren passt jetzt natürlich einiges rein. Ihr habt ja gesagt, ich soll nur, keine Ahnung, zwei Züge fahren lassen. Aber ich finde halt, dass ich den ins Intervall ein bisschen verkürze. Ist der jetzt schon weggefahren, der eine? Nein, noch nicht. Weil der noch immer blockiert, sozusagen der andere. Jetzt machen wir das mal zu. Da kommt nämlich jetzt einer noch. Und dann kommt auch gleich der nächste noch. Und dann müsste eigentlich der rausfahren. Hoffentlich. Schauen wir mal. Weil der wird da jetzt warten schon, schätze ich einmal. Na? Wieso wartet der da nicht? Vielleicht ist er eh schon unterwegs. Na, unterwegs ist keiner. So. Verkaufen das Ganze. Und wo bleibt der letzte Zug? Da kommen noch zwei, oder was? Machen wir kurz mal beschleunigen, ich will die Züge weg haben. 35, da warten auch wenig Passagiere jetzt gerade, weil das alles nicht richtig hingehört hat mit den Zügen. So, den Zug. Und das war schon ein guter Tipp von euch, dass ich die wirklich auf den einzelnen Linien immer nur die gleichen Züge fahren lassen soll, weil sonst sind sie einfach mit der Geschwindigkeit nicht passend. So. Und jetzt müsste der eigentlich der erste rausfahren. Genau, den lassen wir jetzt einmal fahren. Der soll die ersten Passagiere aufnehmen. Bis er circa bei der Mitte von der Strecke ist. Weil den werden wir ein bisschen beobachten. Erste Elektrolok angekommen. Sprechen sollte ich auch noch können. So, der ist unterwegs. Das bedeutet, wir können den jetzt nachher, wenn er in der Mitte ist circa, weil dann ist es immer so vierteltaktmäßig. So, lachen wir raus. Dann, wenn der eine ganz oben angekommen ist, in Linz, der müsste sich normalerweise sowieso halbwegs aufteilen. So, der fährt jetzt normalerweise. Von da fährt der Zug schon weg, jetzt fährt er erst weg. Ich warte nochmal, bis der so circa in der Mitte ist, dass sich das ein bisschen aufteilt. Und ich hoffe, dass die jetzt nachher sozusagen wieder in Gewinn einfahren. Und wir werden kürzere, da auch noch die Signale kürzer setzen. Ich finde das nicht so schlecht. Halt, ich finde die Idee mit den kürzeren Signalen. So, der eine fährt schon wieder runter. Ich brauche da gar keine drei. Boah. Jetzt überlege ich gerade, ob ich den Linz Graz schicken soll. Weil der eine noch nicht einmal weg ist und der andere jetzt schon wieder kommt. Ist wurscht, haben wir den vierten Zug auch drauf. Haben wir ein niedriges Intervall, mehr als das zu viel kostet, kann nicht passieren. Gut. Weil da kommt schon der Zug eigentlich, da die so schnell sind jetzt. So, wie schaut es eigentlich auf den anderen Hauptlinien aus? Nur Eisenbahn bitte. Wir haben da unterschiedliche Sachen überall drinnen. Das bedeutet, wir werden einmal die Produktion Eisen kann laufen, die ist sowieso richtig. Wir werden, obwohl die noch immer Plus einfahren alle. Ich lasse den mal. Was wir als nächstes machen, was wir nicht vergessen jetzt, sind die Signale hier setzen.
Ich will da wie. Nein, jetzt ist das Spiel abgeschmiert.